Wir melden uns zur 10. Folge vom Follow Your Team. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es gab viel zu lesen um den Heimsieg gegen Bayreuth am vergangenen Wochenende. Wir schauen mal drauf. Das Wichtigste vorab, wir konnten das Spiel für uns entscheiden. Mit 72:68 holen wir uns den 5. Sieg im 6. Spiel und bleiben damit auch zu Hause weiterhin ungeschlagen. Und auch den Blick auf die Tabelle tätigen wir derzeit sehr gerne. Dort finden wir uns momentan auf dem 3. Rang der Easy Credit BBL wieder. Und auch unsere Spieler posteten zahlreich rund um das Spiel und freuten sich über den Sieg. Isaac schien zwischendurch doch etwas überrascht über den Halbzeitstand gewesen zu sein. Daniel Meyer verfolgte das Spiel gespannt vom Spielfeldrand und sog die Atmosphäre in der Fraport Arena auf. Und auch Jonas Wolfert Bottermann hing am Sonntag ein bisschen in der Halle rum. Während die Profis zu Hause noch ungeschlagen sind, waren die Juniors zu Hause erstmals am Wochenende erfolgreich. Für Garay Seeb und Co. ging es am Samstag gegen Iserlohn in die Verlängerung, in der man mit 93:83 gewann. Während Mike seiner Kamira eine schöne Liebeserklärung auf Instagram gibt und positiv in die Zukunft schaut, blicken wir auch noch einmal ein paar Jährchen zurück. Genauer gesagt schon vor das Jahr 2009. Tess ohne Bart und nicht im Frankfurter Trikot zu sehen, finden wir schon etwas merkwürdig und unvorstellbar. Das reicht aber auch wieder vom Blick in die Vergangenheit, denn am Wochenende geht es ja für unsere Jungs auch schon wieder weiter. Am Samstag um 20.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern Basketball in München. Das Spiel könnt ihr live verfolgen auf Telekom Sport. Und das nächste Heimspiel für unsere Jungs gibt es am 5. November. Das ist ein Sonntag um 17.30 Uhr gegen die EWE Baskets aus Oldenburg in der Fraport Arena. Tickets gibt es da auch noch. 069-9288-7619 heißt die Telefonnummer. Oder ihr geht ins Internet auf unsere Webseite www.fraport-skylanders.de. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gerne liken, teilen oder kommentieren. Daumen drücken am Samstag. Wir sehen uns demnächst. Ich bin Bjarne. Macht's gut.